Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Kommen wir mal zu Ferrari. Die Zeiten selber bzw. die Platzierung, die wird man mir sicher gleich mal mitteilen. Kommen wir mal oder gucken wir uns mal die Bilder erstmal an von der ersten Runde. Da haben wir schon gesehen, da fing es ja direkt schon zum Start an. Man hat es ja dem Red Bull, insbesondere Max Verstappen, heute ziemlich leicht gemacht, weil die dahinter liegenden Ferraris in Persona Charles Leclerc und Carlos Sainz eher mit sich selber zu kämpfen hatten. Wir sehen das hier, das zog sich ja über Runden hinweg. Wir haben es in der ersten Runde gesehen, wir haben es in der sechsten, aber auch in der siebten Runde gesehen. Und viele auch nicht verstanden haben, warum macht man das jetzt schon wieder? Man hat ja letzte Woche ja auch schon in Silverstone, hat man beide ja gegeneinander fighten lassen, was zwar einerseits einige sagen, okay, es ist gut, dass es jetzt noch keine Stallorder gibt, andererseits hat man natürlich wieder anderen in die Karten gespielt und jetzt auch wieder. Wie siehst du das, Bernd? Also ich persönlich glaube, man hat gewusst, dass man den Max nicht bekommen kann. Wenn Max am Start oder nach dem Start vorne ist, dann ist er im Normalfall sofort weg. Sie haben es ja auch immer hinbekommen, oder Max hat es ja immer hinbekommen, auch aus dem DRS-Ranking rauszufahren und hat dann seinen Abstand von 2 bis 3 Sekunden permanent gehalten. Und Ferrari, ja, die haben dann auch noch zusätzlich in die Karten gespielt durch die Fights. Ich finde es zu dem jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, um natürlich auch eine höhere Anspannung im Team zu kreieren. Die darf nicht zu hoch werden, aber sie müssen sich auch gegenseitig pushen, dass sie ganz einfach auch schnell genug bleiben. Ja, das ist ein wichtiger Grundsatz, finde ich, in einem Team. Sonst verliert der zweite Fahrer die Motivation und der erste wird nicht stark genug gepusht. Also ein Stück Rivalität muss man da schon sein lassen, um mehr zu fordern, um mehr auch heraus aus den Fahrern zu bekommen. Ich finde, sie haben das immer sehr, sehr fair gelöst auf der Strecke. Klar geht es da hart zur Sache, aber ich glaube, das war noch in dem Bereich des Machbaren und kann jetzt nicht den einen oder anderen Presseaussage unterstützen, die sagen, ob da schon wieder eine Zweispaltung stattfindet. Das glaube ich derzeit definitiv noch nicht. Vielleicht magst du gerade noch mal kurz den Satz, was du zu Ferrari gesagt hast, vielleicht gerade noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Also ich finde, die Spannung, was sie im Team aufbauen, finde ich grundsätzlich in Ordnung. Sie fahren sich nicht ins Auto und Max war heute im Sprintrennen ganz einfach nicht einholbar. Er hat es so gut überlegen gesteuert, dass da, glaube ich, halt nichts zu holen war. Und untereinander, sie waren absoluter Zweiter, Dritter vom Speed her. Da kann man es ja auch mal fahren lassen und es ist auch, glaube ich, gut für den Team-Spirit unter den Fahrern, dass er einfach, dass der zweite Fahrer nicht abfällt und da, sie waren halt, sage ich mal, gleich auf und Leclerc hat, sage ich mal, die Nase zum Schluss noch ein bisschen vorne gehabt, aber eine gewisse Anspannung und Rivalität gehört dazu und ich glaube, das kann man auch verantworten. Wenn wir das Bild gerade noch mal kurz zeigen können, was war genau dieses Bild. Es gab ja eine Szene, wo es so ein bisschen knapp war, also wo man ein bisschen die Sorge hatte, dass sich beide abräumen. Das erinnert, wenn man diese Bilder so sieht, an 2016 zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Hast du auch so ein bisschen die Sorge, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, Carlos Sainz, der hat es erstens Blut geleckt nach seinem Sieg letzte Woche, und andererseits aber auch Charles Leclerc einen dicken Hals hat, weil das, was natürlich letzte Woche oder wie es letzte Woche gelaufen ist, so ganz so glücklich war er natürlich, oder beziehungsweise verständlicherweise nicht. Glaubst du, dass es die Gefahr gibt, dass sich beide, ähnlich wie die Mercedes-Piloten damals, auch selber mal abräumen? Die Gefahr besteht natürlich immer, besteht immer im Rennsport, wenn man zwei nahezu gleich starke Kollegen oder im Team hat, Fahrer im Team hat, so rum. Und, aber wiederum muss man auch sagen, ich glaube, der Carlos hat heute, er war, glaube ich, über die Distanz vielleicht der Schnellere und Leclerc hat so ein bisschen auch mit dem Auto gekämpft. Mir ist es vorgekommen, wie die Reifen schon ein bisschen in die Knie gehen und er hat sich ganz einfach verteidigen müssen und solange es noch auf dem Weg noch so ist, geht es eigentlich noch. Er hat ihm immer Luft gelassen. Carlos hat zum richtigen Zeitpunkt auch gar nicht weiter gefordert.
wie in der Szene auf das Bild, was wir gerade gesehen haben. Also für mich war das am Limit, aber immer noch fair und speziell unter Teamkollegen war das noch absolut, finde ich, vertretbar. Aber ist das in der jetzigen Phase, wo, ich habe es mal ausgerechnet, Charles Leclerc hat 66 Punkte insgesamt verloren, wenn man jetzt die letzten Rennen mal zusammenrechnet. 66 Punkte, was natürlich eine stolze Zahl ist. Ist das in dieser aktuellen Phase, wo Ferrari natürlich gerne wieder mal Weltmeister werden würde, denn so richtig, dass man jetzt beide so miteinander fighten lässt und wie es letzte Woche auch hieß, dann im Rennen free to fight, ist das die richtige Handlung oder die richtige Art und Weise, dass man sagt, fightet und wenn ihr euch abräumt, gut, dann ist es quasi halt so? Oder wäre es nicht besser, den Fokus auf die WM zu legen und gucken, dass man Max, insgesamt Red Bull, so viele Punkte wie nur möglich abnimmt? Naja gut, also abnehmen haben sie heute nichts können, ja, weil man ganz einfach gar nicht reingekommen ist. Von dem her ist es um Platz 2 und 3 gegangen und egal jetzt wie rum das ausgegangen wäre, wer jetzt wer vorne gewesen wäre, glaube ich, dass man das schon verantworten kann, sie so fahren zu lassen. Letztendlich war ja auch Charles dann vorne auf P2 und hat mehr Punkte mitgenommen. Er hat auch zusätzlich die schnellste Runde, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das muss ich sagen, das ist dann absolut vertretbar. Und den Rest muss sich natürlich auch Ferrari, das eigene Team, den Schuh anziehen, dass sie viele, viele Punkte verloren haben durch falsche Strategie. Das hat ja schon in Monaco, glaube ich, angefangen, wo dann einiges nicht rund gelaufen ist, obwohl man teilweise das schnellste Auto hat. Speziell im Qualifying sind sie natürlich näher dran wie über die Renndistanz. Und das muss ich im zweiten Teil der Saison, also in der zweiten Hälfte der Saison natürlich ändern, wenn man da noch irgendwas gegen Red Bull und Verstappen wieder gut machen möchte. Ja, wir haben jetzt noch morgen das Rennen, dann kommen noch zwei Frankreich und Budapest, das ist erstmal Sommerpause. Also das wird ein hartes Ding für dich. Ich will jetzt nicht sagen, dass Verstappen durch ist, aber in die Richtung geht es schon ein wenig. Ich habe mal so ein paar Zuschauerfragen mal, die ich gerne mal an dich weiterreichen würde. Wieso greift Ferrari nicht ein und riskiert damit immer weiter die WM? Ist quasi eigentlich schon das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Also du siehst es jetzt noch in Ordnung, dass beide auch miteinander fighten können, aber dann wäre so der andere Punkt, ab wann ist es wichtig, den Fokus jetzt wirklich auf die WM zu legen? Weil wir haben jetzt nach Österreich, du hast es ja gerade schon angesprochen, Halbzeit. Also entweder man macht es jetzt natürlich sofort einzugreifen, das hätten sie aber dann noch früher sogar machen müssen, ja, dass man einfach einen Fahrer bevorzugt nach vorne setzt. Aber ich glaube, sie sind sich ganz einfach noch nicht sicher und die Strategie der Italiener, sage ich mal, ist ab und zu nicht immer ganz durchschaubar, also nicht für mich zumindest. Und da zögert man noch mit den Entscheidungsfindungen, ja. Warum für die Meisterschaft? Vielleicht haben sie es auch selber schon festgestellt, wir können dieses Jahr nicht mehr genügend angreifen. Da muss ein großes Wunder passieren. Ich weiß es nicht. Sie sind nah dran, aber stellen sich dann auch hin und wieder immer teilweise eigene Sachen in den Weg und können nicht mehr herausholen. Heute war aber ganz klar Fakt, sage ich mal, dass da nichts gegangen ist, weil der Max hat es komplett unter Kontrolle gehabt. Was glaubst du denn, was ist denn jetzt für Carlos Sainz und auch für Charles Leclerc morgen im Rennen überhaupt möglich? Glaubst du, dass da der Sieg irgendwie greifbar ist oder passiert das nur, wenn Red Bull ein technisches Problem hat oder ein Zuverlässigkeitsproblem hat? Also wenn man mal die Top-Speed-Geschwindigkeiten anschaut über das ganze Wochenende, dann ist Verstappen der schnellste, auch wie sie die Geschwindigkeit aufbauen, in welchen Regionen, wo das DRS sehr, sehr gut wirkt. Also da ist der Red Bull wirklich super, super klasse unterwegs. Das war auch das Fahrzeug, deswegen hat auch Perez so optimal überholen können und er hat den größten Sprung gemacht von Startposition, dass ich nichts Falsches sage, 13 genau ist er vorgekommen. Da funktioniert alles und da haben die anderen deutliche Mängel. Man hat es ja auch gesehen an Hamilton, wie schlecht er vorbeigekommen ist. Es haben alle DRS vorne gehabt. Da fehlt einiges im Topspeed. Ja, da sprechen wir gleich drüber. Aber ich glaube von dem her, wenn der Max am Start in Kurve 1 und 2 vorne bleibt, dann ist er nach meiner Ansicht her, ist er weg morgen.
Und dann kann das noch, sage ich mal, ein technisches Problem oder ein ganz, ganz schlechter Boxenstopp ihm dann noch den Sieg vermasseln. Man muss natürlich die Checkered Flag erstmal nehmen, ja, aber die Voraussetzungen sind für Max Verstappen und Red Bull außerordentlich gut, auch für den morgigen Sonntag. Ja, Helmut Marko hat sich ja auch bedankt beim Sky-Interview, hat er auch das so ein bisschen hämisch gesehen und auch so ein bisschen belächelt, dass da und sprach auch davon, dass sich Ferrari ja gegenseitig bekriegt hat und dass man das gerne angenommen hat. Dadurch waren ja dann erst diese 2 Sekunden Vorsprung möglich. Eine Frage noch aus dem Chat zum Thema Ferrari. Glaubt ihr, bei Ferrari wird es wieder wie Vettel gegen Leclerc damals? Nein, ich glaube, sie haben jetzt genügend gelernt und sie haben ja zwei deutlich jüngere Fahrer im nahezu gleichen Alter. Und von dem her glaube ich nicht, dass es dann so zu einer Missstimmung kommt. Aber wie du vorher auch schon gesagt hast, Carlos hat jetzt schon ein bisschen, der hat jetzt einen Sieg, der hat jetzt, sage ich mal, ein bisschen größere Hosen an, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und er möchte sich natürlich auch darstellen und das geht zu einem gewissen Maß und dann muss das Team für sich entscheiden, was wollen wir in Zukunft, wie wollen wir uns darstellen, haben wir noch eine Chance auf die Meisterschaft, bekommen wir noch ein Update, das uns richtig nach vorne bringt oder wissen Sie es vielleicht, ich weiß es nicht oder wir wissen es alle nicht. Das muss das Team letztendlich verantworten. Es ist aber sicherlich ein Spiel mit dem Feuer, denn man kann auch sehr, sehr viel verlieren. Und Mercedes ist ja nicht wirklich so weit weg, jetzt auch speziell was die Teamwertung betrifft. Können wir uns mal anschauen? Aber das ist der Stand noch vor dem Sprint. Da müssen wir noch ein paar Punkte dazu rechnen. Aber wir können uns mal den Stand nach Silverstone mal angucken. Klar, da kommen jetzt natürlich noch ein paar Punkte obendrauf. Aber nach Silverstone war es der Stand, dass es da, wenn man guckt, Ferrari 265, Mercedes 204. Klar, da sind jetzt noch ein paar Punkte dazugekommen. Aber der Vorsprung ist jetzt nicht so weit, also jetzt nicht uneinholbar, um es mal so zu formulieren. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.